Moini, da bin ich wieder mit Forbidden West und Aloy. Ich habe schon wieder an den Soundeinstellungen rumgedoktert. Ich habe das Gefühl, dass plötzlich das Spiel in meinen letzten Aufnahmen viel lauter war und ich super leise war. Dabei hatte ich doch immer umgekehrtes Problem und deswegen hatte ich mich ja so leise erst gemacht. Also mein Mikrofonpegel, der war ja auf Anschlag im negativen Bereich quasi. Ja, deswegen hoffe ich, dass es jetzt besser ist. Ich habe gerade so ein paar Tests gemacht irgendwie. Aber mal schauen, wie das jetzt so in der Aufnahme ist. Jetzt müsste es nämlich einfach besser sein, habe ich beschlossen. Ich wollte hier rüber und die Aufgabe machen, Deckers Enkel aus den Fängen der Tenakt-Rebellen, also den Regalas-Rebellen, zu retten. Der hat sich denen nämlich angeschlossen. Und das geht natürlich so nicht. Da wollen wir mal schauen, wie es dem so geht. Und den eventuell davon überzeugen, dass er wiederkommen mag. Waren wir hier schon? Ja. Oder? Nee, das ist nicht markiert auf meiner Karte. Das sieht doch super spannend aus. Ich habe übrigens auch ein bisschen noch gelevelt, denn ich kann jetzt mehr Bärchen mit mir rumtragen. Nur zwei mehr. Ich habe schon gehofft, dass es ein bisschen mehr ist, aber das ist schon trotzdem ziemlich cool. Das war mal wieder mein Hund, der zufrieden vor sich hingeknurrt hat. Okay, jetzt bin ich hier natürlich in die Lücke gefallen. Wie soll es auch anders sein? Kann ich hier hoch? Nee. Ich habe da nämlich so einen Grünglanz gerade gesehen. Und außerdem auch nochmal so ein Audio-Ding. Das würde ich mir ja gerne anhören. Hoch, 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 hoch. Vielleicht fliegen wir darüber. Weil hier habe ich irgendwie nichts zum Festhalten. Das Ich heißt. komme! Jo. Ja, okay, ich hätte auch vom Stein rüberspringen können. So, was haben wir hier? Rückkehr, Staffelfinale. Alles klar. Nicht spoilern. Staffelfinale von Die Rückkehr, der Weg zurück. Nach einer Unterbrechung der Produktion naht jetzt endlich das lang ersehnte Staffelfinale. Als die Spannungen zwischen Gracie und ihrer Schwester Amy einen Höhepunkt erreichen, versuchen Matthias und Justin, die Familie durch Erinnerungen an alte Zeiten wieder zusammenzubringen. Aber Gracie überrascht mit einem Geständnis über den Tag, an dem sie im Taifun verloren ging. Eines, das die Ramos-Familie für immer verändern wird. Verfügbar über alle Plattformen ab. Ja. Im Serienbingen. Wer kennt's nicht? Cool. Ja, okay, die werden alle schon an mein Inventar geschickt. Da sind. Was sind denn das für Viecher? Hier sind aber auch viele Bären. Was haben wir denn da? Ich kann es gar nicht sehen. Aber ich muss in diese Richtung eh, okay. Der Sonne entgegen. Jeder Cowboy wäre stolz auf mich. Was soll das heißen? Ich bin stolz auf die Cowboys. Ich bin Aloy. Das ist weitaus cooler als Cowboys. So, das ist ein Rebellenlager direkt vor mir. Rebellenaußenposten, leuchtende Ödnis, Süden. So. Ich muss mal gleich schauen, was für eine Rüstung ich ausgerüstet habe. Und ob das so sinnvoll ist. Und wie ist hiermit? Oh ja.
Zack. Bumm. So, ich habe auch irgendwas mit den Stachelwerfern geskillt. Aha. Spaltender Stachel habe ich nämlich geskillt. Angetriebener Stachel. Ist das dann bei dem hier auch? Ah, okay. Ist bei dem dann auch. Ich verstehe. Das ist alles noch zu. Okay, cool. Kannst du weitergehen? Ach, ich bin an der Ananas hängen geblieben. So, Laurie Petty. Einmal nach der Rüstung gucken. Nehmen wir die, weil die eigentlich meine beste ist. Du bist hier. Ja, gut. Ich bin hier. Aloy, der Außenposten ist gleich dort. Bist du bereit? Die Rebellen geben sicherlich nicht kampflos auf. Dann sollen sie einen Kampf haben. Das Blutvergießen endet erst, wenn Regala besiegt ist. Was zählt, ist die Gefangene Nakala. Vielleicht weiß sie, wohin Kavos Trupp wollte. Okay, gehen wir rein. Gut, dann gehen wir wohl rein. Dann ist nichts mit Fragen, wie es ihm geht. Dann ist einfach all seine Freunde umbringen. Jo, das ist scheinbar der Plan. Ich denke, Löschwassermunition brauche ich jetzt wirklich nicht. Giftpfeile eventuell. Wisst ihr, was gut wäre? So ein Maschinengewehrgedönsel hier. Wo ist denn der? Habe ich die komplett weggepackt? Nee, ne? Seilwerfer auch nicht. Wolkenberster Sprengschleuder. Das klingt auch nett. Wo ist denn das Ding? Das hier meinte ich. Also, und zwar statt der Stolperdrähte. So. Ja. Fernkampf. Nahkampf. Fernkampf. Eigentlich alles eher Fernkampf. Oh, davon kann ich noch welche produzieren. So, und dann haben wir's. Wohin gehen wir? Schleichen wir uns rein. Noch mehr Rebellen. Ich hörte, hier wären welche. Wenn ich den Anführer erledige, geht der Rest vielleicht weg. War das jemals der Fall, Aloy? Eine alte Kiste. Ich sehe keinen einzigen Rebellen. Da ist Feuer einer. Bringt nicht viel. Da oben steht auch einer. Es ist auch viel zu hell, ich sehe einfach nichts. So. Da könnte ich rüberklettern. Rebellen Feuerdornrücken. Ich versuche es mal ein bisschen sneaky. Ich weiß natürlich wieder nicht, ob es funktioniert. So. Dann könnten wir... Oh ja, die Stolperdrähte habe ich ja weggepackt. Aber... Sprengfalle. Nee, Sprengfalle ist es nicht. Und das können wir erstmal essen. Mir war nicht klar, wie hungrig ich war. Gift. So. Ausrüstung, hier könnten wir überbrücken. Aber geht er weg. Verdammten Tenakt müssen das noch. So. Also da oben ist ein Speer. Da oben ist irgendwie niemand.
Ich wette mit euch, wenn ich jetzt mich da hochsneake. Im Westen als ein Schankweib im Anrecht. Dann wird es so enden, dass da auf einmal 3 Millionen andere sind. Hat sich etwas bewegt? Niemals. Wenn da jemand ist, kriegen wir ihn. So. Hat noch jemand irgendetwas gesehen? Nein, nein. Sicher, dass da jemand ist? Von da oben hier kam das Geräusch, oder? Ich höre einfach nichts. Also ich höre ganz viel, aber ich... Und ist der jetzt einfach über die Fallen drüber gerannt? Nee. Hey! Du schlägst präzise zu. Beeindruckend. Na los, da hat sich was bewegt. Genau, geht Bewegung, mal darüber da. Gucken. Und du willst hat noch jemand hinterher? Irgendetwas Ungewöhnliches bemerkt? Mir ist nichts aufgefallen. Von dort. Ja genau, komme ich hier lang jetzt? Sehr schön. Söhne des Prometheus. Aha, aha. Geh mal da weg. So. Wo bist du? Frost. Plasma. Frost. Machen wir mal einfach. Wir sollten es lassen. Gut, dass jetzt hast du es geschafft. Da braucht jemand Hilfe! Aloy! Großer Fehler! Die Söhne werden... Wir werden angegriffen! Okay. Wo noch? Oh, jetzt schnarcht der Hund hier ganz laut. Immer wieder Spaß mit ihm hier. Ah, okay. Kann ich da auch rüber? Hier oben ist natürlich eine super Position. Und da machen wir mal einen auf Fernkampf hier hinten. Oder auch nicht. Vielen Dank fürs Weggehen. Ja, aua. Hier, nicht, dass du zu wenig hast. Ich hab genug. Ich hab nur nicht genug Gegner in Schussreichweite. Ja, ich muss mich hier irgendwie wegbewegen. Kann ich darüber irgendwie? Ja, von dort. Komme ich da rüber? Ach Mensch, ich ihr nervt kann mich. Noch. Ich warte hier auf deine Rückkehr. Rückkehr? Warum das denn? Kann ich hier hochklettern? Nee, es wird so schön, um wahr zu sein. Hier kann ich hoch. Ich hab dich im Visier. Okay. Du willst, dass ich dich hole? Hier! Hoch. Darüber. Bereit machen für den Angriff. Also das verstehe ich nicht so ganz. Oh, hi. Ich hab Feuer ausgerüstet. Ich hab kein Feuer, ich hab Fernkampf ausgerüstet. Ich bin am Zug. Aua. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Was macht sie? Ich brauche Hilfe. Wie, du brauchst Hilfe. Du, da oben vielleicht. Die hat sich selbst abgeschossen? Nicht schlecht. Der Tod fliegt auf den Flügeln der Zehen. Ah. Hier, lade nach. Was hier, denn? Damit kannst du weiterkämpfen. Ich kann sowieso weiterkämpfen. Kannst du auch weiterkämpfen? Au. So. Mitten im brennenden Feuer steht sie. Oh. Rotes Haar, ein leichtes. Ah, okay. Ich kletter mal hoch. So. Das ist besser. Da habe ich noch jemanden gesehen gerade. Können die Gegner mir mal angezeigt werden? Das ist ja wohl total langweilig so. Da. Okay, machen wir mal hier mit. Wir kämpfen gemeinsam. Ui, ui, ui.
Uiuiuiui. Sieht hier jemand? Da schießt jemand. Nicht, dass ihr die Munition ausgeht. Die wirft die ganze Zeit mit Muni um sich. Ja, ist ja gut. Dankeschön. Dankeschön. Hier, wo liegt es überall rum? Es ist nur eine Frage der Zeit. Ja. Hey. Du hast ihre Begleitung. Alles klar da drüben? Ja, alles klar, danke. Da sind die Feinde. Alles verbraucht. Auf die Position. Muss ich jetzt wirklich aufheben? Wiederbeleben, das ist aber neu. Zeig dich! Munition leer. Ich treffe immer! Ich zeig's dir! So, optional. Alle anderen auch töten. Gucken wir mal gleich. Ich gehe mal hier rüber vor allem erstmal. Es waren jetzt 3 oder 4. Der hat auf jeden Fall eine schicke Waffe dabei gehabt. Hier. Sieh mal einer an. Oh, der hat den Schlüssel dabei. Sehr schön. So, rennen kann ich jetzt nicht. Ich möchte nämlich mit dieser Kanone hier. Keine Bitte. Das hat wehgetan. Das waren alle. Das waren jetzt alle. Laut unseren Spähern war Nakala an einen Holzpfahl gefesselt. Sehen wir uns mal um. Ich dachte, er wäre übergelaufen. Sie war jetzt auch schon wieder richtig laut plötzlich, ne? Ich glaube, die haben hier irgendwas geändert in den Soundeinstellungen, denn ich hatte nichts geändert. Jetzt habe ich richtig Angst, dass man mich nicht versteht. Da, das ist der Pfahl. Von Nakala nicht zu sehen. Vielleicht haben die Rebellen sie verlegt. Ich kann nach Spuren suchen. Uff. Mein Hund ist völlig K.O. Der war heute im Wald arbeiten. Musste ja ganz viel spazieren gehen. Der Ärmste. So. Lass mal die Falle wieder mitnehmen. Vielleicht finde ich Nakalas Spur mit meinem Fokus. Und das wird wohl so sein, aber vielleicht findest du auch Loot mit deinem Fokus. Zum Beispiel hier unten die violette Kiste. Da unten ist wieder das Gewehr. Und was haben wir hier noch? Da ist noch eine Kiste. Okay. Da oben haben wir nochmal jemanden erschossen. Nee, erschlagen habe ich die Person. Oh. Da. Spuren, die vom Pfahl wegführen. Wo führen sie hin? Blut. Von den Rebellen oder Nakala? Und dann folgen wir der Spur. Und looten nebenbei noch weiter. Aber es war echt ein seichtes Rebellenlager, oder? Wo geht die Spur noch weiter? Nach da unten, okay. Sackgasse. Nein. Ich glaube, da ist etwas unter dem Holz. Okay. Nimm meine Hand, Nakala. Vorsichtig. Wo bin ich? Kaplanin, bist du das? Und mit einer Fremden? Wow. Wie bist du da unten gelandet? Die Rebellen hatten mich gefesselt. Sie dachten, wenn ich in der Sonne schmore, verrate ich ihnen die Marschrouten der Tieflandtruppen. Ich konnte die Fesseln lösen und weglaufen. Das ließen sie mich büßen. Ich erinnere mich nur an einen Schlag auf den Kopf und Dreck im Mund. Wie kommt ihr denn hierher? Wir suchen nach Kavo.
Sein Trupp wurde zuletzt bei diesem Außenposten gesehen. Ja, er war hier. Es war sein Trupp, der uns auf der Straße angriff. Meine Kameraden konnten fliehen, ich nicht. Kevo selbst band mich an den Pfahl. Wenn du ihn suchst, Kaplanin, mach dich auf eine Enttäuschung gefasst. Er hat sich entschieden. Weißt du, wo sein Trupp hin ist? Ich hörte sie Schluchtrand erwähnen. Dann suchen wir dort weiter. Ich gehe voraus und treffe dich in Schluchtrand im Südwesten. Decker, wenn Kevo ihren Trupp angriff... Nein, er ist noch nicht verloren. Wir müssen ihn finden und ihm die Augen öffnen. Okay, wir sehen uns dort. Was ist mit dir? Die Wunde muss versorgt werden. Die verheilt. Ich muss mich nur etwas ausruhen und gehe dann zum Hain. Ja, ich weiß nicht. Ich sag's dir, Bluthaar. Die Kaplanin will es nicht hören, aber ihr Enkel ist ein Verräter. Das werden wir wohl sehen. Mit so einer Gehirnerschütterung jetzt einfach mal ausruhen, ich weiß nicht. Mitten in einem Rebellenlager. Aber scheinbar machen wir das so. Und es klingt für mich so, als würde wieder eine große Entscheidung anstehen. Ich muss die Kaplanin davon überzeugen, dass ihr Enkel böse geworden ist. Oder... Ja, ich glaube ihr und vielleicht schaffen wir es tatsächlich. Aber ich denke eher, dass er verloren ist. Aber natürlich, mal schauen. Vielleicht glaube ich ja auch einfach. Großzügiges Vorratslager. Da möchte ich hin. Okay, da will ich hin, da will ich hin. Da haben wir nochmal ein bisschen Loot. Alte Kiste für Wertgegenstände. Hier ist noch super viel Kram in der Nähe. Da oben haben wir noch was. Kann ich von hier unten looten? Das wäre witzig. Jupp. Okay, der Rest ist aber weit weg, glaube ich. Nee, in dem Turm da oben. Oder gehen wir einmal rauf gucken. Wenn es irgendwie klappt, meine ich. Dort. Ist noch eine Violette. War da oben noch was? Sieht man von hier nicht. Ja. Huch. Ein Tresor. Ui, da war richtig nett was drin. Und ein großzügiges Lager. Marken von toten Soldaten. Mhm. Die wird Duka haben wollen. Wunderbar. Schön, schön. Gut, und nun? Kann ich noch die Person da unten looten? Da ist noch eine Kiste. Das ist eine kleine Kiste, die lasse ich jetzt einfach mal Kiste sein. Und Speicher da vorne, da ist auch noch mal was zum Looten. Sprengpaste, die hatte mir doch gefehlt letztens. Ja, okay. Wohin müssen wir denn jetzt? Noch ein Stückchen tiefer bis nach Schluchtrand. Okay, und da müssen wir vorbei an Tieflandpfad. Gehen wir mal rüber und wenn ich angekommen bin, müssen wir auch schon wieder Pause machen, weil es schon wieder so spät ist. Es geht hier echt ratzefatze. Schnell. Und es war auch weit. Ups.
kann ich doch überbrücken, oder? Na komm, put, 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 put. Überbrücken. So, und los. Okay. Keine Muni mehr. Ich drück die ganze Zeit die falsche Taste, sorry. Guter Treffer. Ja. Spannschaden. Aua. Oh Mensch. Ja. Der ist auch platt. Und was mache ich mit dem hier jetzt? Der greift natürlich auch gleich an. Oder? Ich hätte auch einen stillen Schlag machen können. Machen wir das mal. Tut mir leid, mein Freund. Du hast mir gute Dienste geleistet. Eine kleine Höhle. So, hier waren zwei violette Kisten. Uff, da war viel drin. Superschön. Cool. Und da ist noch einer. Krass. Da oben ist nichts mehr. Da ist noch irgendwas, was so rumbrutzelt. Ein Greifpunkt. Und das kann ich auseinanderziehen. Das ist doch spannend. Und dahinter ist auch direkt ein Lagerfeuer. Das ist doch super, machen wir das. Nicht, wo mein Zugwerfer Halt finden könnte. Was? Ach, nur von der anderen Seite. Ach so. Ach, schade. Ja, wie mache ich das jetzt hier? Also hier wird wahrscheinlich noch eine Quest irgendwie stattfinden. Aber es sieht so aus, als würde ich auch gar nicht weiterkommen. Solange wie die andere Seite verschlossen ist von dieser Höhle da. Kann ich hier hoch? Das war ein cooler Move, Aloy. Bin beeindruckt. So. Immer noch der Sonne entgegen. War zwischendurch mal heiß wie eine Osseram-Schmiede, würde Erend sagen. Und haben wir da noch ein Lagerfeuer in der Nähe? Oh, wir sind echt nicht weit gekommen bisher. Ich würde echt gerne die andere Seite hier aufmachen. Muss mal gucken, wo das ist. Müsste doch irgendwo hier da oben. Da kann ich auf jeden Fall klettern. Ich weiß es nicht. Ich hätte mir eine Markierung setzen müssen. War mir so sicher, dass ich es trotzdem finde.
Was ist das hier? Ja, ich glaube, das ist das hier. Das ist noch echt ein Stückchen weiter rum. Einen überbrückten Krallenschreiter zu reiten ist bestimmt spannend. Reitbar. Entsperrt. Okay. Okay. Ja, komm du mal hier rüber. Dann haben wir doch mal eine Aufgabe. Alle normalen Reitmaschinen geritten. Yeah. Aloy, Kotalo hier. Ich habe von ein paar Spähern gehört, dass Kommandantin Yara wieder Ärger mit dem Wüstenclan hat. Aber der Clan ist ja an sich nichts als Ärger. Danke für die Information. Vielleicht sollte ich nach Brennspeer reisen. Nachsehen, wie es Yara geht. Erst jetzt, oder wie? Kann ich nicht schneller reiten? Okay, ich kann irgendwie nicht schneller reiten. Erwischt! Aber kämpfen kann der. Okay, schneller weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier. Oh, der reitet so langsam. Ein Außenposten. Warum so langsam? Er markiert wohl den Beginn des Tieflandgebiets. Ich sollte erst Vorräte aufstocken. Dann machen wir das mal. Hustest du? Kraft und Ehre. Der Krallenschreiter ist ganz witzig, aber puh, der ist echt lahm, ne? Es ist so richtig lahm. Ich bin noch im Kampf. Bist noch im Kampf? Oh, das wusste ich nicht. Sorry. Cool. Guter Moment für eine Pause. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.